Sweden soll die back in action. Und heute habe ich mal ein Kochvideo. Also so eine Art Kochvideo. Ja, was machen wir heute? Zwei Doraden auf dem Grill. Genau. Dazu brauchen wir zwei Doraden natürlich. Die habe ich aus dem Fischmarkt gekauft. Die sind auch aus Griechenland, hat er mir gesagt. Und kleiner Tipp, schaut mal, immer die Augen schauen, das kann man jetzt schlecht sehen. Wenn die Augen noch glänzen, dann heißt es, der Fisch ist noch, also fast frisch. Wenn die so verschwommen sind, dann ist es kein gutes Zeichen, dann sind die Fische eigentlich nicht frisch. Genau, und hier habe ich Knoblauch, bisschen Zitrone und also ein ganz guter Tipp ist auch Petersilie. Frische habe ich jetzt leider nicht. Die Fische sind schon also ohne Schuppen. Das hat er mir, also der Fischer hat es schon schön sauber gemacht hier. Könnt ihr sehen. Alles weg, hier auch. Alles weg. Okay. Was ihr machen könnt, einfach ein Knoblauch teilen, so, und einfach hier aufmachen, im Bauch rein, so. Wie gesagt, ideal wäre auch Petersilie, frische, habe ich jetzt leider nicht. Und eine Zitrone, denke ich, reicht schon. Das gleiche hier, so, rein damit. Zitrone rein. Genau. Und natürlich später auch Olivenöl oder Öl hier und hier wieder. Also Öl auf jeden Fall. So, die zwei können wir fürs Deko dann später behalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Grillen. So, jetzt sind wir draußen, wie gesagt, Pfeffer, Salz, genau, und gleich Öl, hier ist der Grill. Der muss natürlich heiß sein. So. Okay. Sieht man jetzt schlecht, aber das brennt schon. So. Okay. Und natürlich ein Fischbrater. Ich würde jetzt nicht vorschlagen, die Fische gleich auf dem Grill zu legen. Immer in einem Fischbrater. Den lassen wir jetzt auch, damit er ein bisschen warm wird. So, gut wäre natürlich, das Ding ein bisschen einzureiben mit Zitrone, damit dann nicht alles klebt irgendwie. So. So, und ein bisschen einölen auch, damit das Ganze danach nicht kleben wird. So. Okay, ist heiß, wir können gleich die Fische drauf tun. So, jetzt langsam, also nicht volle Pulle. Wir wollen ja die Fische nicht von außen verbrennen und innen dann, dass die roh sind. Also, so ganz, nicht also zu hohe Temperatur und ja, die lassen wir jetzt hier. Wir schauen, also
gelegentlich drehen und dann gucken wir mal. Also das Beste wäre Holzgrill natürlich, Holzkohlengrill, aber auf einem Gasgrill geht es genauso. So, solange die Fische noch auf dem Grill sind, kleiner Tipp. Also, ich habe hier Knoblauch, Petersilie, dann Olivenöl, reichlich. So, okay. Mischen. Und dann stehen lassen. Und wenn der Fisch fertig ist und er aufgemacht wird zum Essen, einfach das, also dieses, diesen Mix hier drüber und das schmeckt viel, viel besser. So, ich denke, wir sind bald fertig. So, viel Schnickschnack braucht man nicht dazu. Einen guten Salat vielleicht, ein bisschen Brot, das war's auch. Man kann ja auch so Gemüse oder so als Beilage nehmen, aber ich esse es meistens mit Salat. Und das war's auch schon. So, ich würde mal sagen, so ungefähr 10 bis 15 Minuten jede Seite. Das muss man mit dem Auge irgendwie. Ja, dann würde ich sagen, guten Appetit. Wir müssen die noch filetieren, also in die Mitte schneiden, aufmachen und essen. Danke fürs Zusehen. Tschüss.